whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute probieren wir aus der ganzen Reihe der Spey Whiskys aus der Speyside Brennerei den 12-Jährigen. Den haben wir schon mal probiert. Hier habe ich das Video dazu, allerdings noch in der alten, ja, schwarzen Tube mit der, naja, fast Standard Liquor Bottle. Und hier jetzt also die neue Abfüllung mit der extrem aufwendigen Flasche. Und die gesamten Whiskys, was nun da im Zusammenhang mit Spey und Speyside und Dunkelisch und was alles gibt, habe ich Ihnen in diesem Video mal erklärt. Dieser 12-Jährige wird sich jetzt, ja, vom Geschmack her vermutlich mal ein bisschen anders ausprägen als den alten 12-Jährigen, den ich probiert habe, weil der in Bourbonfässern reifte, ja, wahrscheinlich Ex-Bourbonfässern reiften oder im hohen Anteil Ex-Bourbonfässern reifte, und ein, ja, Ex-Bourbon ist ja falsch, Refill-Fässern reifte und ein Finish in neuen Eichenfässern bekam. Das heißt, neue Eichenfässer sind jetzt also frische Eichenfässer, die zuvor keinen Whisky enthielten. Das ist also die Fässer, die man typischerweise verwendet, um Bourbon einzufüllen, die in frische Eichenfässer gehen müssen. Damit kann man in relativ kurzer Zeit einen hohen Aromentransfer erreichen und somit diese Refill-Reifung, die über die 12 Jahre schön subtraktiv die scharfen und unangenehmen Aromenbestandteile des Whiskys aus dem Whisky herausreift, subtraktiv, wie es so schön heißt, durch eine additive Eichenreifung über die 6 Monate ergänzen. Yo, wenn es so gut geklappt hat, wie ich es jetzt gesagt habe, muss der gut sein. Werden wir sehen. Ja, der alte nannten sie The Best Whisky in the World. Da steht es nicht mehr drauf. Limitiert ist diese Abfüllung auf 8000 Flaschen. Vor allem auf den asiatischen Markt gerichtet. Weiß nicht, wie viele davon nun nach Deutschland kommen. Auch hier die Flasche wieder perfekt gemacht. Super Teil. Und das Interessante, was hier draufsteht, ist No Coloring Added. Das heißt hier Naturfarbe. Klar, 6 Monate in frischer Eiche bringt Farbe. Egal, wie leicht das am Anfang war. Ne? Und hier haben wir diese schöne goldene Farbe hinbekommen. No Coloring Added. Hier jetzt alle nur 40 Volumenprozente im Vergleich zu dem Ternay, den ich gerade probiert hatte, mit 46 Volumenprozente, der nicht kühl gefiltert war. Der ist jetzt kühl gefiltert. Flasche 02 5427 von 8000. Was ist denn das für ein komische Nummernvergabe? Vielleicht ist das das zweite Batch, wenn da 02 davor steht. Dass die schon mal einen Batch von 8000 hatten. Dass deren Abfüllmenge halt die 8000 sind. Könnte ja sein. 8000 kriegt man auf einen kleinen LKW. Ein sehr schönes Aroma. Frucht. Ein bisschen süßlich. Interessant. Naseschmeichelnd. Hier Vanille, ja. Ja, eine wundervoll ausgeprägte Nase. Kann man wirklich so lassen. Sehr schön. Das probieren wir mal. Würze? Jo, für einen Ex-Bourbon. Erstaunlich viel Würze. Ja, das kommt von den frischen Eichenfässern. Ein Tick weit in Richtung Tannine gehend.
auch so ein bisschen nussig und bitter Mandel. Abgang. Ja, erst durchwachsen mit Würze und dieser Bittermandelnote und dann im Abgang letztendlich doch angenehm, wärmend. Das ist also nichts Unangenehmes, was ich lange auf der Zunge nun halten würde. Im Vergleich zu dem alten Spacer 12 Jahre ganz was anderes. Völlig, völlig anderer Charakter. Der andere war jetzt mehr süffig und süßlich mit dem Hauch Eiche hinterher. Und der hier ist jetzt leichter, weicher in der Nase, fruchtiger in der Nase. Ja, es hat geheißen, Speyside hätte früher mehr Sherryfässer gehabt, mittlerweile dann mehr Ex-Bourbon. Ja, die Sherryfässer sind mittlerweile sehr, sehr teuer geworden. Und Ex-Bourbon und dann nochmal frische Eichenfässer, wahrscheinlich Ex-Bourbon-Size hinterher, ist allemal billiger, als hier extrem teure Sherryfässer zu nehmen. Dennoch deutlich reifer, deutlich gesettelter als dieser Tenet ohne Altersangabe, der für meine Verhältnisse ein bisschen jung war. Sehr solide, ordentlicher Spacesider. Kann man empfehlen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schauen Sie mal im Shop-System nach. Keine Ahnung, wie lange wir den behalten werden, ob das alles wirklich nach Asien geht oder ob die Asiaten das verweigern und wir müssen es am Ende dann doch verkaufen. Keine Ahnung. Ne? Wie gesagt, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie für die beiden anderen Flaschen oder drei anderen Flaschen, die noch da sind, hier wieder einschalten.